Herr Peters, vielleicht können Sie uns mal erzählen, wie Sie das damals erlebt haben. Ja, ich bin zur Tür reingekommen und bin hier von einem Altar und dachte schon direkt, wieso steht die Tabernakeltür auf? Das ist, weil mein erster Blick geht immer zum Altar, bin hier bis zu dem Altar gegangen. Denke, Schreck, die Tür ist ja aufgebrochen, hinten alles von den Schaukeln, das Gold war abgerissen, da schreck, da ist ein Einbruch. Dann bin ich zu der Sakristei gereicht. So, dann habe ich auch direkt festgestellt, hier zur Fenstersensor eingebrochen und haben auch hier alles demoliert. Die Schränke waren aufgerissen. Dem Pastor seine Alben, die weißen Alben, die sind, haben sie gestohlen. Die Altardecken waren weg. Wahrscheinlich, wo sie die ganze Beute dann reingemacht haben. Den Tresor aufgebrochen, da haben wir wieder so notdürftig zugemacht. Alles und dann, ja, und dann bin ich natürlich sofort am Telefon für die Polizei zu rufen. Die Tür war natürlich alles aufgebrochen worden. Ich habe auch reingeschaut, habe ich direkt festgestellt, die Monstranz war weg und auch der Hosting-Kelch. Dann war dieses Gold war verbogen, wahrscheinlich, wo sie versucht haben, mit dem Schraubenzieher für die Tür aufzukriegen.